Herzlich willkommen bei Festival Plus. Wir sind heute zu Gast beim Komponisten, Klarinettisten, Hochschullehrer und seit neuestem auch Dirigenten Jörg Wittmann hier in Freiburg. Jörg, vielen Dank, dass wir bei dir sein dürfen. Ich freue mich. Uns verbindet eine lange gemeinsame Geschichte. Jörg Wittmann war das erste Mal 2004 beim Heidelberger Frühling. Wir haben uns schon etwas früher kennengelernt und hat zwischen 2004 und 2006 die Wittmann-Trilogie gestaltet und hat in dieser Zeit den Heidelberger Frühling maßgeblich mitgeprägt und weit darüber hinaus gewirkt. Viele Formate sind zu dieser Zeit entstanden. Wir haben viele gemeinsame Erfahrungen gemacht. Du bist danach immer wieder beim Frühling gewesen in verschiedenen Funktionen. Und wir haben im Grunde genommen zu dieser Zeit schon viel über etwas nachgedacht, was dann beim Heidelberger Frühling entstanden ist, die Akademie. Das heißt, die Akademie hat in großen Teilen ihre Wurzeln in dieser Trilogie, die uns alle sehr glücklich gemacht hat. Und so ist es kein Wunder, dass du 2013 auch unser erster Preisträger gewesen bist. Der Preisträger des neu geschaffenen Musikpreises des Heidelberger Frühling. Und im vergangenen Jahr 2013 hast du auch gemeinsam mit Igor Levit die Akademie, den Bereich Kammermusik, gestaltet. Und im Grunde genommen ist diese Akademie auch schuld daran, dass du 2014 wieder beim Frühling dabei bist, diesmal in einer ganz anderen Funktion als in der Vergangenheit. Was bringst du 2014 mit nach Heidelberg? Ja, zunächst ist es tatsächlich wirklich schön an dieser Geschichte, dass wir sie ja gar nicht so hätten planen können, sondern es ging los, also in diesem ersten Jahr, wenn ich mich erinnere, in der, was dann später ja überhaupt zu diesem Akademiegedanken geführt hat, ich weiß gar nicht, wir waren eine Handvoll Leute, es war also wirklich so ein Nukleus von einigen wenigen Leuten, die eben zusammenkamen, um Kammermusik zu machen und zwar klassische Musik zu spielen und aber die Moderne als einen selbstverständlichen Teil der Programme zu sehen und überhaupt, und das finde ich was ganz Wesentliches an unserer auch gemeinsamen Arbeit, dass wir immer gemeinsam Programme gebaut haben. Und dann im nächsten Jahr schon waren wir wesentlich mehr Mitwirkende und die Programme wurden größer und vielfältiger und dann im dritten Jahr waren wir, glaube ich, über 40 Mitwirkende. Allein bei der Nach der Gegensätze kann ich mich erinnern, das war ein fast logistisches Problem, überhaupt all diese Leute und dieses wirklich verrückte Repertoire auf einen Abend zusammenzuzwingen. Aber ich glaube, für alle, die dabei waren, auch das Publikum natürlich in Heidelberg, was uns wirklich sehr, sehr treu geblieben ist, also geblieben und geworden ist. Also das heißt, wurden es ja eigentlich jedes Jahr mehr. Das finde ich eigentlich was wahnsinnig Schönes, dass dann aus dem, ohne dass wir es ja ganz am Anfang wussten, wirklich dieser Gedanke der Kammermusikakademie wurde. Und in diesem Geist verstehe ich eigentlich auch mein Kommen jetzt in diesem Jahr. Und nämlich genau in diesem Geist, nämlich Programme zu bauen, um einen Stamm von Leuten herum, wo wir glauben, dass diese Menschen zusammenpassen könnten. Das ist ja sozusagen eher deine Rolle dabei, dass du verschiedene Leute siehst, die auch vielleicht auch verschiedene Ästhetiken vertreten, die auch verschiedene, ja, auf ganz verschiedene Weise ganz unterschiedliche Instrumente spielen und dann eben zu sagen, um dieses Beethoven-Trippelkonzert herum, was wir ja gemeinsam mit dem Irish Chamber Orchestra spielen werden und eben mit drei zentralen Musikern können wir gleich noch auch darüber sprechen, der Kammermusikakademie und des Heidelberger Frühlings. Das war so der zentrale Gedanke, dass wir das Irish Chamber Orchestra, von dem ich übrigens auch überzeugt bin, dass deren Geist, den sie mitbringen, sehr gut zu dem Heidelberger Geist passen wird, ein Programm machen um Beethoven, in dem Fall auch meine Musik und vor allem Felix Mendelssohn Bartholdy. Also da freue ich mich sehr darauf, dass ich sozusagen in dieser geringfügig anderen Funktion, wobei ich dazu sagen muss, für mich ist sozusagen das Musikmachen, das hat verschiedene Ausformungen, ob ich sozusagen nur den Klang forme mit meinen Händen und sozusagen animierend tätig bin mit dem Orchester oder ob ich durch den Atem es in die Klarinette gebe oder wiederum durch die Hand es auf Notenpapier schreibe. Ich bin Musiker und als der komme ich gerne wieder nach Heidelberg. Ja, das sind einige Aspekte, die ganz besonders wichtig sind, weil ich mich unglaublich gerne an die Programmgestaltung erinnere, damals bei der Trilogie.
die eigentlich total verrückt war. Das heißt, man trifft sich abends zum Bier, geht auseinander, hat das Gefühl, jetzt haben wir das perfekte Programm, trifft sich beim nächsten Mal wieder und sagt, nein, wir schmeißen alles um, wir fangen nochmal von vorne an. Deswegen dachte ich damals, als wir die Akademie planten auch, dass du und Igor Levit, dass ihr euch unbedingt kennenlernen müsst. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ihr euch in Heidelberg kennengelernt habt und gemeinsam gespielt habt und dieser Akademie 2013 diesen ganz wunderbaren Geist gegeben habt. Und es sind ja Konzerte entstanden, die für alle, die dabei waren, unvergesslich gewesen sind. Ich glaube schon, auch für die, die gespielt haben, auch von den ganz jungen Musikern, die sozusagen dann mit den etablierten Künstlern zusammenspielen konnten und so weiter. Das finde ich auch was ganz Wichtiges bei diesem Akademie-Gedanken. Aber es ist schon so, wie gerade angedeutet, dass sozusagen Programme bauen, das ist ja auch Komponieren. Das ist auch Komponieren in einer gewissen Weise. Und wie beim Komponieren auch, man hat eine Grundidee, geht in eine bestimmte Richtung und irgendwann merkt man, nein, es war vielleicht doch nicht der richtige Weg. Und dann sagst du zu Recht, ja, man schmeißt es um, das ist richtig auf der einen Seite, aber man kann es ja nur mit dem Wissen des bisher Gemachten umschmeißen. Und in irgendeiner Weise bin ich überzeugt, sozusagen der Geist des Initialgedankens wird sich in irgendeiner Form wiederfinden. Das ist wie in einem Stück, wenn ich dann komponiere und irgendwann an einen Punkt komme, sage ich, nein, ich muss es nochmal alles wegschmeißen. Dann schmeiße ich es zwar tatsächlich weg, aber trotzdem ist es mit dem Wissen dessen, was ich da wegwerfe, kann ich wieder bewusst in eine andere Richtung gehen. Und dazu braucht es aber verrückte Menschen, es braucht einen verrückten Intendanten, es braucht ein verrücktes Team und auch verrückte Künstler, die diesen Weg mitgehen wollen, der nämlich nicht ein Weg des Bekannten ist, ja, was schon gemacht wurde. Ich glaube, unsere Programme, auch diese Lounge-Idee, die wir in dem alten Hallenbad verwirklicht haben, das sind nun wirklich Sachen, wo, glaube ich, wirklich was Neues ausprobiert wurde. Und auch nicht alles übrigens kann gelingen. Es kann nicht immer alles sofort die vollen 100 Punkte oder 180% sein. Das ist mit einem Teil, dass man manchmal auch in eine Richtung gehen muss und sagen muss, ja, das haben wir probiert, aber ohne das Probieren und vielleicht auch mal in eine Sackgasse gehen, kann eben auch das Besondere und das Unvergessliche eben auch nicht entstehen. Und war ähnlich glücklich über die Begegnung mit Igor Levit, zumal es ist ein inflationär gebrauchtes Wort, ist gerade von mir auch die Verrücktheit, aber diesen wirklich unorthodoxen Geist, das hat er schon auch, und zwar im Interpretieren, in der Musik. Wir haben ja damals Camaria von Weber Grand Duo gespielt, ein artistisches Stück für beide. Ich muss als Klarinettist ehrlich sagen, vor allem fürs Klavier. Also was da gefordert wird von Weber, ist unglaublich. Und dann ein Herzensanliegen waren uns natürlich die Mendelssohn-Klarinetten-Sonate, die ich schon einmal in einem der ersten Jahre 2005 gespielt hatte. Und das war mit Igor etwas ganz, ganz Besonderes, dieses Stück zu spielen. Für mich ist es schon lange ein Herzensstück, weil es ein Stück ist von Mendelssohn, was kein Mensch kennt. Nicht mal die Klarinettisten. Viele Klarinettisten haben dieses Stück gar nicht in ihrem Repertoire, spielen es gar nicht. Er war 14, als er dieses Stück geschrieben hat, aber wie viele andere Stücke von Mendelssohn aus der Zeit. Es ist die nackte und pure Genialität, die da rausfließt. Im ersten Satz muss man zugestehen, er weiß noch nicht recht, ob er in die Beethoven-Richtung oder Rossini-Richtung gar geht. Ist noch nicht ganz klar, wenngleich fantastisch komponiert. Dritter Satz ist eine Doppelfuge im Bach-Stil letzten Endes, aber eben statt für 100 Kehlen nur für zwei Musiker, also für vier Hände. Ja. Und, aber der zweite Satz ist auch ein Stück, was ich übrigens immer instrumentieren wollte mal. Mhm. Für Kammerorchester, für Irish Chamber wollte ich das immer mal machen. Diesen zweiten Satz nur Pizzicati und ich weiß auch schon, Bratschen müssen gehaltene Arco-Töne spielen. Also das ist ein Satz, den kann nur Mendelssohn schreiben. Das ist ein typischer Barcarolle. Das ist was ganz Besonderes. Er ist so unfassbar schön. Er ist so unglaublich schön. Und was ich interessant finde und was für mich immer ganz wichtig ist, ist das Streben. Deswegen ist dieses Programm umschmeißen absolut richtig in Bezug auf das, was du gesagt hast. Denn es wächst etwas. Es wächst etwas ganz langsam und ein gutes Programm kann nur entstehen, wenn man auch etwas in Frage stellt. Und das sind zwei Aspekte, die du genannt hast, die mir fürs Festival auch
immer sehr wichtig sind, das ist A, dieses Streben, das heißt nie stehen bleiben, sondern immer noch versuchen, ein Stück weiter zu gehen, immer auch mit dem Risiko des Scheiterns. Das heißt, wenn ich nicht den Mut habe zu scheitern, das heißt stehen bleibe, obwohl noch ein Hauch von Idee da ist und ich diese Idee nicht ausprobiere, ist es einfach tief bedauerlich. Und der zweite Aspekt sind die Menschen, sind die Musiker. Das heißt, du brauchst einen Kopf, um diese Verrücktheit auch wirklich durchziehen zu können. Und das andere ist, dass das nur funktioniert, wenn es Musiker sind, die diesen Weg auch mitgehen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir es geschafft haben, nach vorsichtigem, leichten Zögern, das Triple-Konzert von Beethoven jetzt in Heidelberg mit dem Irish Chamber Orchestra auf die Bühne zu bringen. Denn es sind nun einmal 3 Musiker, die bei der Akademie dabei waren. Alexei Stadler, Igor Levit und Ning Feng, der Geiger, und mit dir am Pult. Und das ist für mich ein ganz beglückender Moment, weil die Idee zum Triple-Konzert ist bei mir entstanden, direkt nach dem Abschluss der Akademie. In einem Moment, als wir euch alle verabschiedet haben und das Team etwas verloren vor den Türen des Konzertsaals steht. Und die alle Musiker weg sind. Aber auch. Wir sind alle weg. Und wir waren auch weg. Aber, und das ist, was Theaterleute kennen, eben nach der Premiere eine große Leere. Ja. Ja, und ja. Ein gefährlicher Moment, aber auch ein schöner Moment. Also ich glaube, die Idee ist ganz, ganz wunderbar, wenngleich ich zugeben muss, das ist vollkommen richtig, dass ich gezögert habe am Anfang, weil ich einfach immer skrupulös bin. Erstens, was Programm bauen, Programmzusammensetzung anbelangt, und zumal in diesem Fall, weil es gibt nichts Schwierigeres, würde ich dreisterweise jetzt so ungeschützt behaupten, als bei den Dirigenten das Begleiten. Und zwar gerade von klassischen Konzerten. Ich weiß es selber als Klarinettist, ich habe nun wirklich oft und mit den verschiedensten Dirigenten Mozart-Klarinettenkonzert zum Beispiel gespielt, oder Weber, erstes Klarinettenkonzert. Und die tollsten Dirigenten für mich sind immer die, die Mozart begleiten können, ja, oder Beethoven begleiten können. Das sind wirklich die wahren Musiker. Oft denkt man ja, Riesenorchesterapparat, die Riesenorchester-Schinken, das sind die schwierigen Sachen. Ehrlich gesagt, das können doch heute eigentlich die meisten, technisch zumindest. Ja. Die meisten dirigieren ja auch Rhythmus, also gar nicht die Harmonik. Mir geht das ganz, ganz oft ab, wenn ich das gestehen darf. Das wird ja meistens Rhythmus und sozusagen Impuls dirigiert. Das ist übrigens auch was man relativ leicht hören kann. Ja. Also hier zu spät, zu langsam, zu schnell, das kann man auch relativ schnell korrigieren. Nur ein Mozart, allein diese das Orchesterintroduktion im Mozart-Klarinettenkonzert oder jetzt hier im Beethoven-Triple-Konzert, ja, das sind ja unspielbare Sachen. Das ist ja unspielbar. Deshalb bin ich nicht jemand von denen, die sagt, oh ja, Beethoven-Triple-Konzert, klar, machen wir Routine. Nein, weil das ist mir so fremd, und deshalb habe ich auch immer, ja, eine gewisse Angst, Skrupel, ob ich auch dem gerecht werden kann. Immer, aber auch wenn ich als Klarinettist auf die Bühne gehe, wenn ich ein neues Stück anfange. Jetzt, ich schreibe ein neues Klavierkonzert für Jefim Bronfman, Berliner Philharmoniker und Simon Rattle, was ich damals absagen musste, weil ich meine Babylon-Oper teilweise an diesem Tisch geschrieben habe. Und das möchte ich jetzt aber unbedingt schreiben. Ich habe im Moment nicht den Eindruck, dass ich das kann. Mhm. Ja, das sage ich ganz, ganz ungeschützt. Erst durch das Machen sozusagen kann ich dem Herr werden. Und weil ich diesen unglaublichen Respekt vor diesen Werken habe und weiß, wie schwer das klassische Konzerte begleiten ist, habe ich lange gezögert, habe lange in der Partitur geschmökert, bis ich wirklich dann auch gesagt habe, Mensch, ja, habe ich Riesenlust und das machen wir. Und gerade in den letzten Tagen, Wochen, ich habe auf jeder Reise diese Partitur dabei. Ja, man kann auch sagen, Mensch, das kann man doch wirklich, kann man mit weniger Aufwand haben. Ja, ich will es gar nicht mit weniger Aufwand haben, sondern es soll ja was Besonderes werden, und wir werden sehen. Die Entscheidung fürs Triple-Konzert ist ja hier in Freiburg gefallen, bei einem Weizenbier. endgültig. Was ich interessant finde, wir erleben dich ja in Bezug auf die Interpretation, auf das Begleiten in einer Doppelfunktion. Das heißt, du bist einmal mit Irish Chamber als Solist da, mit Mozart-Klarinettenkonzert, und
dann mit dem Orchester auch eben mit dem Triple-Konzert. Und das, dort bist du der reine Begleiter. Und ich finde es ganz interessant, dieses Konzert, weil es drei Solisten sind, die begleitet werden, die dennoch eine Einheit bilden. Und wir haben ja in der Akademie Beethoven auch im Zentrum. Das heißt, es geht um Fragen der Interpretation, um Fragen der Kompromisslosigkeit, um Fragen der Partitur, um Dynamik. Und ich habe mit Igor Levit lange über diese Themen auch gesprochen, weil es für mich ein interessanter Aspekt war. Weil er ganz gnadenlos auch für sich gesagt hat, die Partitur, der Text ist bindend. Die Akustik eines Raumes ist für mich erst einmal eine sekundäre Frage. Ich habe Dynamikvorgaben und die sind für mich bindend. Wie ist das für dich als Komponist, der ja noch einen anderen Zugang zum Werk hat, in der Betrachtung auch? Also für mich ist es nicht ganz trennbar von dem Raum und von dem Moment. Das heißt, in der einen Akustik kann dasselbe Tempo an dem Abend richtig sein und am anderen Abend für mich nicht richtig, obwohl die Metronomzahl erfüllt wird. Und das ist natürlich richtig, für mich ist auch der Text bindend. Aber was ist der Text? Ist der Text der Buchstabe oder der Geist? Mhm. Und wahrscheinlich beides. Ich muss den Buchstaben gerade bei Beethoven genau kennen und sehr ernst nehmen. Als Komponist weiß ich, dass zum Beispiel meine Tempi, schnellen Tempi, und ich habe mit vielen Dirigenten auch gesprochen, Michael Gielen zum Beispiel, der selber auch komponiert, dass unsere, sage ich jetzt mal so salopp, von den meisten Komponisten, 90%, unsere schnellen Tempi sind meistens zu schnell. Warum? Weil wir natürlich ohne den Widerstand der Materie, also des Materials, des Geigers, wenn ich jetzt mir vorstelle, mein Ad absurdum, dieses Tempo habe ich aufgeschrieben. Das war viel zu schnell. Wenn das Orchester letzten Endes spielt, in dem Tempo spielt, dann wirkt das wahnsinnig schnell. Ja, und in manchen Räumen wahrscheinlich immer noch zu schnell. Also ich finde schon, man soll es doch jeden Abend eigentlich, ja. Außerdem, was ist ein Tempo? Also ein richtiges Tempo. Es ist sowieso nach ein paar Takten vielleicht ein anderes. Und für eine Stelle möchte ich doch, um ihr Gewicht zu verleihen, verlasse ich vielleicht dieses Grundtempo bald, um an einer anderen Stelle wieder zurückzukehren. Aber vielleicht ein Wort noch zu Beethoven. Es kam nämlich für mich, und das habe ich dann auch während meines skrupulösen Prozesses dann auch gespürt, für mich ist es gerade wirklich wichtig und an der Zeit, Beethoven zu machen. Warum? Weil für mich war es ein Planet, den ich wahnsinnig bewundert habe, immer, aber oft aus der Ferne. Es gibt dieses wunderbare Gassenhauer-Trio, was wir auch gespielt haben, frühes Beethoven-Stück. Aber erst ja, Maris Jansons hat mich sozusagen mit dem Kopf drauf gestoßen, oder wie sagt man, indem er mich gefragt hat, ob ich zur 7., 8. Beethoven ein Stück schreiben kann, nämlich meine Ouvertüre con Brio. Die 7. Beethoven habe ich schon immer geliebt, aber die 8. habe ich zum Beispiel erst dadurch entdeckt, durch diese Konfrontation. Es liegt bei mir immer, seit Jahren auf dem Nachtkästchen, liegt immer Opus 127 und Opus 130 Beethoven Quartette. Das ist was für mich als Komponist was ganz Wichtiges. Und als Interpret jetzt zu lesen in diesem Triple-Konzert, was da drin steht, wie der mit dem Orchester umgeht, und du sagtest zu Recht, ja, ich begleite sie, aber die begleiten sich nämlich auch untereinander, sozusagen innerhalb dieses Trios, eine ganz feine Gemengelage, manchmal auch gar nicht fein bei Beethoven übrigens. Manche Akkorde klingen gar nicht gut, ja, im herkömmlichen Sinne, aber sie klingen eigen und wie nur Beethoven klingt. Und das möchte ich da herausholen. Und ich glaube, die drei Musiker kennend und meinen, in Anführungszeichen, Irish Chamber Orchestra kennend, dass wir diese Schroffheiten auch gerne herausholen wollen. Da freue ich mich wahnsinnig auf die Auseinandersetzung. Ich komme übrigens auch einmal nach Heidelberg einfach schon so davor, um einfach mit den drei mich zu treffen, einfach um über Interpretation zu sprechen. Das finde ich interessant. Das ist ein interessanter Aspekt, weil es ja eine Abstimmung mit vier Solisten ist. Vier Beteiligten. Und dem Orchester, was eine eigene Größe und auch eine eigene Persönlichkeit. Das mitgeht. Irish Chamber ist ja in ganz besonderer Form auch verbunden. Man bist gebunden an das Orchester. Und ich bin sehr gespannt auf die Zusammenarbeit. Ja. Ihr habt ja ein Programm zusammengestellt, das auch sehr persönlich geprägt ist durch dich. Wie stehen die Werke dieses Abends im Zusammenhang? Also zu meiner großen Freude hat mich gerade das Orchester nochmal gefragt, ob wir nicht weitere 5 Jahre machen. Ich bin jemand, der vielleicht überhaupt mit Bindungen immer ein
ein Problem hat, wenn es so langfristig ist. Aber dort habe ich es mir wirklich überlegt, ich glaube, wir machen es auch, weil das wirklich eine Liebesgeschichte ist, die, weil wir wirklich gegenseitig uns reiben aufs Schönste, aber eben lieben. Mhm. Und unser Komponist, der für uns im Zentrum steht, unserer Zusammenarbeit in den ersten 5 Jahren, jetzt wir sind, glaube ich, im dritten, vierten Jahr, und auch in der Zukunft ist Mendelssohn. Mhm. Und den werden wir nach Heidelberg mitbringen. Das Ganze wird eingerahmt sein mit der Hebriden-Ouvertüre und mit der dritten Symphonie, der schottischen Symphonie. Und für mich ist diese dritte Symphonie von Mendelssohn ein ganz zentrales Werk. Ich habe den Eindruck, dass er da etwas Dichtes geschaffen hat, wirklich ein solches Meisterwerk an, es ist so verwoben, von Schumann gibt es schon eine Äußerung über diese Symphonie, dass alles ineinander geht. Man kann nicht einen Satz vom anderen trennen. Es geht übrigens auch alles attacker, nahtlos ineinander über. Ich finde, er hat da was geschaffen, was in Mozarts Schaffen die Jupiter-Symphonie wäre, wo er sich selber nochmal übertroffen hat. Und das freut mich wahnsinnig, dass diese Beschäftigung der Ihren und von mir mit Mendelssohn, dass wir damit nach Heidelberg kommen. Und wie eingangs gesagt, ich glaube, dass dieser Geist und auch die Verrücktheit, die Ihren haben, ist eine ganz, auch etwas, was ich an dieser ganzen Mentalität wahnsinnig liebe, dass das wahnsinnig gut zu Heidelberg und zu diesem Geist passt. Deshalb finde ich auch besonders schön, dass die lange Nacht der Kammermusik, der Abschluss der Kammermusikakademie nun also enden wird, eben mit dem Mozart-Klarinettenkonzert. Wann hört man denn das? Entweder man hat einen Kammermusikabend oder man hat ein Orchesterkonzert, wo vor der Pause Mozart-Klarinettenkonzert gespielt wird. Aber das ist eben kein Widerspruch. Und das, ich glaube, dass man da viel, dass der Hörer viel Zusammenhänge, die wir gar nicht sozusagen mit erhobenem Zeigefinger ihnen sagen sollen, sondern man wird viele Zusammenhänge hören. Ja, ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich darüber, dass das Orchester und du mit diesem wunderschönen Konzert in dieser Akademie auch nochmal auftretet an ganz zentraler Stelle. Denn es schließt einen Bogen. Das schließt den Bogen zu den Anfangsjahren. Und diese lange Nacht ist etwas, das ja sehr viel mit dem zu tun hat, was wir zwischen 2004 und 2006 auch entwickelt haben. Und insofern ist das ein ganz wunderbarer Schlusspunkt für die Akademie. Und ich bin sehr gespannt, was am Morgen nach dem Finale für Ideen entstehen. Wir haben eben schon über die nächsten Jahre gesprochen. Aber ich bin mir sicher, dass nach diesem Konzert ganz neue Ideen kommen. Am nächsten Morgen. Und lass dich nicht entmutigen, wenn ich wieder wochen skrupulös darüber brüte. Es wird am Schluss hoffentlich etwas Spannendes herauskommen. Du kennst mich jetzt lange genug. Ich komme immer wieder. Das stimmt. Immer wieder. Stimmt. Ein Bumerang im besten Sinne. Jörg, vielen Dank für das Gespräch. Ich bin gerne wieder mal hier gewesen und ich freue mich auf die Zeit mit dir in Heidelberg. Ich freue mich auch, Herr Diener. Freue mich auch. Vielen Dank.